Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Samstagssammlungsvideo für dich, denn heute ist Samstag. Das heißt, ich nehme dich mit durch den nächsten Teil meiner Sammlung und Sammy schüttelt sich da hinten schon wieder. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Heute geht es um das Thema Augenbrauen und Lidschattenprimer, damit ich nächstes Mal endlich meine Lidschattenpaletten rausholen kann. Apropos Lidschattenpaletten, da bin ich auch aktuell etwas dabei, mich weiter so rumzuprobieren. Und heute trage ich auch einen Look mit der Kisu-Palette. Die habe ich mal wieder so neu für mich entdeckt, mehr oder weniger. Und habe mir da so ein, jo, ne? lustiges Trio auf die Augen eben gemalt, weil ich irgendwie einfach Bock auf Farbe hatte. Wie heute mein heutiges Outfit auch vermuten lässt. Okay, ja, ich würde sagen, wir starten mit meinen Augenbrauenprodukten. Ich habe da nicht so allzu viel von, weil ich finde, zum einen Augenbrauenprodukte auf Lager zu haben, relativ unsinnig. Genauso auch Lidschattenprimer, ne? Habe ich auch nicht so viele. Das liegt einfach daran, dass ich das, also Augenbrauen habe ich jetzt auch erst so innerhalb des letzten Jahres oder so für mich entdeckt. Also das habe ich damals nie benutzt. Da habe ich auch nicht so den Ultra-Bezug für. Ich habe dann bei Augenbrauen auch immer ein Produkt und das benutze ich dann, bis es leer ist und dann kommt das nächste und theoretisch bräuchte ich jetzt nicht 20 Produkte hier haben oder so. Die habe ich einfach durch die ganzen Adventskalender und durch die Beautyboxen da. Wenn du übrigens neu auf diesem Kanal bist, hi, mein Name ist Claudi und ja, ich mache hier so ein bisschen Beauty, ne? Und ja, nehme mich so ein bisschen mit durch mein Leben und aber hauptsächlich so, was den Bereich Beauty angeht. Und wenn du Lust hast, kannst du mich gerne hier unten einmal abonnieren. Dann verpasst du auch kein Video mehr von mir. Ich lade fast täglich um 11 Uhr hoch. Ja, ich bin da ein fleißiges Bienchen, wird mir öfters mal nachgesagt. Ich habe auch einen kleinen Mr. Wow, den Sammy, der ja, sich gerade hier artig neben mich setzt und sich kraulen lässt. Genau. Ja, ich reviewe Produkte, unboxe Boxen und mache so, was der tägliche Wahnsinn so hergibt. Genau, ich fange jetzt einfach mal an mit meinen Augenbrauenprodukten, die ich, also das aktuelle Produkt, was ich jetzt auch auf den Augenbrauen drauf habe, ist hier von Catrice, der Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ash, denn das ist der Klassiker für Blonde, sage ich mal. Normalerweise swatche ich ja die ganzen Sachen auch hier so auf meinem Hals. Ist jetzt bei Augenbrauenprodukten ein bisschen dämlich, weil so nah kann ich dich gar nicht ranholen, als dass du das irgendwie sehen könntest. Ich versuche das einfach mal hier auf der Hand, auf dem Arm so ein bisschen zu machen. Es ist einfach so ein Augenbrauenstift, ne? Also das ist einfach ein Stift, den man anspitzen kann mit einem Spoolie hinten dran. Ja, und da muss man halt ein bisschen doller drücken, damit man Farbe bekommt, aber so schaut er aus. Es ist jetzt nichts Spektakuläres, es ist einfach ein schöner, aschiger Ton, der vielleicht ein bisschen sogar zu warm für mich ist. Also wenn ich mir meine Augenbrauen auch so anschaue, ist es tatsächlich so, dass mir der von Dr. Pierre Rico, den ich ja leider aufgebraucht habe mittlerweile, hat mir besser gefallen, muss ich gestehen, von der Farbe her. Aber ich möchte jetzt erstmal meine Augenbrauenprodukte versuchen, so schnell und so bald wie es geht aufzubrauchen. Aber es wird ewig dauern. Okay, aber das ist auf jeden Fall trotzdem ein Produkt aus der Drogerie, was ich sehr empfehlen kann, weil es einfach gut und günstig ist. Ne? Dann habe ich hier von Love die Browtitude Professional Eyebrow Palette. Das ist diese hier. Die hatte ich im Adventskalender drin. Hätte ich mir sonst niemals gekauft, weil mir das viel zu umständlich wäre, so ein Oschi von Fee zu haben. Die nimmt auch unglaublich viel Platz weg. Und naja, ich bin halt auch nicht so der Ultra-Fan von Augenbrauenpuder, was du hier drin halt findest in zwei verschiedenen Farben. Dann hast du hier eine Augenbrauenpomade. Auch das nicht unbedingt meine Welt. Aber ich teste mich ran. Ein Fixing Wax, ja, kann man machen. Ich persönlich bin eher ein Fan von Augenbrauen-Gel, da kommen wir aber gleich noch zu. Und dann hättest du auch noch einen Highlighter mit dabei. Auch das nehme ich dann lieber aus der Lidschattenpalette meiner Wahl, ne, weil das ist mir irgendwie auch irgendwie zu cremig. Genau, dann hast du hier noch eine Pinzette mit dabei, einen Augenbrauen-Former, dann hast du auch noch einen Augenbrauen-Stift, ja, ne, womit du das Puder auftragen könntest und ein Spoolie. Ist ganz nice, aber ja, es ist halt ein Riesending, ne? Ist jetzt nicht irgendwie total praktisch, auch cool ist natürlich, du hast hier, wie male ich mir Augenbrauen, hast du da noch so ein, upsala, so ein Rauszieh-Vieh mit dabei. Ja, von den Tönen her ist es auch irgendwie ganz schön, ne? Das sind halt unterschiedliche Töne. Ich mache jetzt nur das Puder und die Pomade. Ich glaube, alles andere macht keinen Sinn, ne? Also die Pomade muss ich wirklich sagen, an sowas muss ich mich mal ja rantesten, aber swatche ich ganz außen. Also, ne? So sehen die drei Produkte aus. Da haben wir hier neben dem Augenbrauen-Stiftswatch die Puderswatches und die Pomade. Ja, müsste ich vielleicht einfach mal öfters verwenden. So Puderprodukte kannst du auch ganz gut verwenden. Jetzt habe ich hier keinen Lappen, muss ich mir leider doch ein Kosmetiktuch nehmen. Wenn du
gerade so am Anfang stehst, ne? Wenn du halt noch nicht so dabei bist, dir das definieren zu möchten, sagt man das so? Ich weiß es nicht. Wenn du einfach nur so ein bisschen ausfüllen möchtest, ne? Dich ein bisschen soft rantasten willst, genau. Und die Pomade, finde ich, ist eigentlich so ein richtiges, ja, Pomaden verwenden irgendwie Profis, ne? Ich bin kein Profi, was Augenbrauen angeht, also nie. Naja, also kein Must-Have, aber ich werde sie halt irgendwie versuchen aufzubrauchen, sofern das irgendwie möglich ist. Dann habe ich auch so ein Klassiker von Essence, das Eyebrow Gel in der Farbe 02 Blond. Das ist dieses hier, auch das ist so ein Pöttchen. Ich glaube, das ist auch so eine Anastasia Beverly Hills Dupe Geschichte oder so. Ja, da habe ich einen Teil von an meine Freundin gegeben, deswegen ist da eine Ecke raus, habe ich mit einem Spatel rausgeholt. Das ist eigentlich eine ganz schöne Farbe. Es ist halt eine Pomade, ne? Und da traue ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht so wirklich ran. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das finde und ob ich damit klarkommen werde. Ich denke, nach diesem Stift, den ich aktuell verwende, sollte ich auch mal wirklich versuchen, eine Pomade zu nehmen, einfach um mal mich an was ranzutrauen. Ich glaube, das würde durchaus mal Sinn ergeben. Dann habe ich hier ein Produkt, was ich ziemlich aufregend finde. Und zwar ist das Feather Brow von Physicians Formula. Das ist dieses Produkt. Das ist wirklich ziemlich aufregend. Also es gibt ja verschiedene Arten von Augenbrauen. Es gibt definierte, es gibt, wie auch immer du deine Augenbrauen formst. Ich habe zum Beispiel so ein Zwischending zwischen definierter und ein bisschen buschig, weil ich mir mit dem Augenbrauengel das immer so ein bisschen hochbürste, dass es halt nicht ganz so klar aussieht, weil ich dadurch mehr künstliches Volumen reinmache. Dann gibt es auch noch die Feather Brows, in dem du halt wirklich noch Produkt machst und das sieht dann richtig wuschig aus, ne? Dass du das auch wirklich noch höher ziehst und höher malst. Bin ich aber ehrlich gesagt kein Fan von. Das Produkt habe ich mir aber aufgehoben, weil ich das irgendwie doch irgendwie aufregend finde, denn du hast hier Fasern richtig dran. Und wenn ich mal irgendwann in diesem Universum mal wieder, was tatsächlich häufiger vorkommt, mich verzupft habe, kann ich das einfach in meine Augenbrauen mit einbürsten, um dann halt die Lücken etwas natürlicher zu füllen, als wenn ich es malen würde. Das kann man jetzt leider schlecht swatchen, sonst hätte ich das jetzt auch gemacht. Dann hast du ja noch einen Highlighter, upsala, den ich ja jedes Mal kaputt mache, weil man es drehen muss und nicht ziehen, Claudi. Ne? Ja. Den habe ich irgendwie oben schon dran gebatscht. Das ist halt ein Highlighter, aber ja, so ein Augenbrauen-Highlighter kann man haben. Aber wie gesagt, ich nehme sowas lieber aus meinen Paletten, die ich dann da habe und weniger, wenn da so ein Produkt mit dran ist. Keine Ahnung, ich finde es einfach harmonischer, wenn sich das so in den Look mit einfügt und du das aus der Palette nimmst oder du nimmst den Highlighter, den du dir hier aufgesetzt hast, damit das Ganze irgendwie im Gesamtkonzept zusammenpasst, ne? Ja, dann habe ich hier noch eine Pomade von Kiko. Die fand ich ganz schön. Das ist die Nummer 01. Die habe ich im Sommer verwendet. Ist auch ein bisschen heller. Auch hier habe ich ein bisschen was rausgenommen für meine Freundin, die sich das anschauen wollte. Ja. Die sieht sehr olivstichig tatsächlich aus, muss ich gestehen. Ah, hier habe ich sogar mal einen schönen Swatching gekriegt. Ich bin ja begeistert, ne? Es ist eine schöne Farbe, kann man nichts zu sagen. Ob sie jetzt genau meiner Farbe entspricht, wird man sehen. Aber eigentlich sieht es ganz gut aus, so zu meiner Haarfarbe vor allem, ne? Ja, ich bin ja einfach sehr blond. Das wirkt in der Kamera oft viel, viel dunkler, als es wirklich ist. Aber ich bin richtig, richtig blond, wenn ich die Haare aufhabe, was heute nicht der Fall ist, aufgrund von ich möchte mich bewegen. Dann sieht man das auch, weil die ja so dann runterhängen, aber egal. Licht und Schatten hier, das ist immer noch so eine Sache mit mir. Okay, dann habe ich hier noch von Essence den Eyebrow Designer in der Farbe 04 Blond. Den habe ich, glaube ich, sogar im Adventskalender gehabt. Hier finde ich das Bürstchen furchtbar, was damit dran ist. Das ist einfach total übel. Und ja, das ist halt wirklich ein sehr, sehr heller Ton. Das ist richtig, richtig hellblond, ne? Auch das tatsächlich eher ein Produkt, was ich dann im Sommer tragen kann. So wirkt mir das einfach viel zu matschig. Oder wie ich auch gerne mal sage, Durchfallfarben. Ja, ne? Das ist ganz, ganz okay, wird dann auch mal verwendet. Aber es war halt im Adventskalender, muss dann mal getestet werden. Ja, dann habe ich hier noch aus einem Adventskalender, und zwar aus dem Revolution Adventskalender, den Medium Brown Augenbrauenstift. Das ist dieser hier. Auch das wieder ein Stift zum Anspitzen. Den fand ich eigentlich ganz gut. Der hat einen ganz guten Eindruck bei mir gemacht. Ja, ist aber halt auch sehr, sehr dunkel, ne? Da muss man dann halt wirklich schauen, ob das soweit funktioniert. Oder eben sehr, sehr soft damit arbeiten. Weil ansonsten sieht es halt auch schnell sehr künstlich aus. Also ich finde das schon, was ich drauf habe, ziemlich hart. Das Ding ist aber, wenn du so ein buntes Augen-Make-up hast oder ein krasses Augen-Make-up und dann keine Augenbrauen dir nachmalst, jedenfalls bei mir mit meinen Krüppel-Augenbrauen, sieht es einfach nur noch übel aus. Und das möchte ich nicht. Ich möchte schon so ein bisschen Harmonie noch im Gesicht drin haben, ne? Ja.
so mein grundsätzlicher Plan des Ganzen. Dann habe ich hier so einen Klassiker, den hatte ich. Trash-Paket? Oder wo auch immer. Von Benefit, Precisely My Brow. Das ist dieser Zauberstab. Das ist so eine Probegröße in der Farbe 3,5. Den finde ich richtig klasse. Das ist einer zum Rausdrehen, ne? Aber da, oh, der wird halt so schnell leer sein. Und ich habe ein bisschen Angst, den zu verwenden. Ich drehe den auch ein bisschen wieder zurück, weil ich will den nicht abbrechen, ne? Aber der gibt gerade überhaupt keine Farbe ab. Er will nicht. Hallo? Das ist ja immer das mit den Augenbrauenprodukten, ne? Der kommt hier gerade auch sehr krümelig raus. Ich denke, das wird, wenn ich den mal benutze, ziemlich aufwendig werden. Das ist jetzt der obere Swatch. Ich habe jetzt eine zweite Reihe eröffnet, weil ich mir meine Armhaare tatsächlich nicht rasiere. Und wenn ich da jetzt swatche, sieht das, glaube ich, ziemlich übel aus. Ich finde, farblich, ja, macht der schon was her, aber muss erst tatsächlich getestet werden. Den habe ich noch nicht so oft auf meine Augenbrauen getragen. Da ist auch so wenig Produkt drin. Ich glaube, ein-, zweimal habe ich den verwendet. Fand ihn jedes Mal schön, aber ja, ne? Man braucht da halt ein bisschen länger, um eine Augenbraue zu formen. Dann habe ich noch den ein oder anderen Dreieckstift auch mal in Boxen drin gehabt. Da habe ich hier von Sleek den Eyebrow Stylist. Ich weiß aber nicht, hat der eine Farbe? Ja, Dark 718. Ja, müssen wir mal gucken. Sieht aber gar nicht so verkehrt aus. Also es ist wirklich so eine Tropfenform. Ich denke, dass ich den auch mal in der Box oder in einem Adventskalender mit drin hatte, weil ich wüsste nicht, gekauft habe ich mir den eigentlich nicht so. Also die meisten Augenbrauenprodukte, wie gesagt, habe ich mir jetzt nicht irgendwie gekauft. Farblich ist er jetzt sehr dick aufgetragen. Schon dunkel, aber schon so, dass ich das gegebenenfalls doch in meinem Gesicht tragen könnte als Augenbraue. Ich weiß nicht. Aber die Töne, die ich hier habe, sind eigentlich größtenteils aschig, denn wenn ich so rötliche Töne habe, gehen die halt auch recht schnell weiter, ne? Das macht auch dann relativ wenig Sinn, das aufzubewahren. Dann habe ich von Revive Loves Me aus dem neuen Sortiment diesen Eyebrow Stylist in der Farbe 01 Natural Blonde. Auch der wieder mit diesem furchtbaren Augenbrauenbürstchen, was kein Mensch gebrauchen kann. Also ich, boah, viel zu hart und viel zu kantig und sowas funktioniert bei mir vorne und hinten nicht. Ja, auch wieder einer zum Anspitzen. Und der ist halt wirklich sehr hell und der geht halt wirklich ein Stück weit in dieses Durchfallfarben mit rein, ne? Das ist jetzt dieser äußere hier oben. Ja, ne, da muss ich halt wirklich schauen, aber naja, man muss sich manchmal auch an die Produkte erstmal rantasten. Gut, dann habe ich hier von Max & More, das kommt von Action tatsächlich, ein ganz tolles Produkt. Das ist ein Dupe, würde ich fast schon sagen, zu dem Eyebrow Stylist. Da hast du hier einen richtig schönen Spoolie, den finde ich echt klasse. Hast hier sogar einen Anspitzer mit dabei, der ziemlich zugespackt ist, weil ich teilweise dann auch meine Lippenstifte, da, also Lippenkonturenstifte damit angespitzt habe. Ja, ne? Auch wieder Anspitzstift. Und der lässt sich schön auftragen gerade. Der ist jetzt auch nicht allzu aschig, also das ist auch wieder hier der äußere, ne? Aber sieht nicht durchfallfarben im Gesicht tatsächlich aus. Den habe ich auch schon ein paar Mal getragen und irgendwer hat hier gerade geböllert. Und ich weiß nicht warum, weil es ergibt keinen Sinn. So, als nächstes, das kommt definitiv aus einem Adventskalender oder einer Box von Winky Lux Unibrow Universal Brow Pencil. Das ist dieser hier. Ich glaube tatsächlich, dass der aus einem... Nee, ich weiß es nicht. Das ist in Tropfenform mit einem coolen Spoolie, den feiere ich. Genau. Und der ist richtig geil aschig. Ich glaube, aus der Look Fantastic Box kommt der. Da muss ich auch ein paar Mal drüber gehen, damit man einen Swatch sieht. Dann wird der halt ziemlich dunkel, ne? Aber auf der Augenbraue drauf kann ich also damit sehr gut umgehen. Den habe ich auch schon ein paar Mal verwendet. Ja, muss man halt wirklich ganz vorsichtig mitarbeiten, weil es ansonsten sehr schnell sehr dunkel wird. Und das wollen wir ja nicht. Meine Herren, wie viele Augenbrauenprodukte kann man hier eigentlich haben? Das, ich verstehe es nicht. Okay, dann habe ich hier von Revolution Pro einen. Genau, den habe ich von meinem Full Face Revolution Pro. Der hat mir sehr gut gefallen und deswegen durfte der halt auch bleiben. Hat einen schönen Spoolie dran, der aber ja etwas interessanter ist. Der ist nämlich so geswirlt und halt nicht so abstehend, wie die normalerweise sind. Also das ist sehr interessant. Und das ist einer zum Rausdrehen. Da kannst du sehr präzise deine Augenbrauen bezeichnen und der hat eine schöne Farbabgabe. Ist aber tatsächlich eher ins Dunkelbraunstichige. Hier, da ist der. Und dementsprechend etwas wärmer. So, dann habe ich noch ein bisschen was. Genau, auch das hier. Nee, das ist Yves Rocher Mascara Soucile. Das ist eine Eyebrow Mascara, die war im Adventskalender mit drin. Und deswegen habe ich die in der Farbe 02 ist das.
Und das ist halt wie eine Mascara, also auch mit einem Mini-Mascara-Bürstchen. Das ist dieses hier, ne? Total niedlich, finde ich auch ganz knuffig. Aber ja, ich trage jetzt nicht so viel Augenbrauen-Mascara. Wenn man es sehr natürlich haben will, dann verwendet man Augenbrauen-Mascara. Ich weiß nicht, kann man sowas swatchen? Na, das sieht dann auch eher matschig aus hier. Jetzt hätte ich mit Matsche gespielt. Okay, ja. Ja, nicht so aussagekräftig, muss ich gestehen. Als nächstes habe ich hier von Delilah Brow Groom Double-Ended Eyebrow Groomer. Das ist dieses Produkt und ja, auch das war in, ich glaube, einem Adventskalender drin. Farbe ist Sable 8601. Sieht ziemlich hübsch aus. Dieses Aschige von außen lässt eigentlich vermuten, dass es cool wird. Das ist auch in Tropfenform bzw. Dreiecksform hier. Gibt aber auch ganz gut Farbe ab, ne? Jo. Dann habe ich von Benefit das Gimme Brow. Das war in der Benefit Box mit drin. Das ist die Farbe 3. Ja, stimmt. Das hier war auch in der Benefit Box mit drin von Glossy Box. Und daher habe ich das. Ich wollte schon sagen, es hat so ein ganz, auch wieder so ein ganz niedliches Augenbrauenbürstchen. Also, ne, weil ich die so niedlich finde, weiß ich nicht. Habe ich die auch gern? Ich weiß nicht. Aber ich verwende die nicht. Das ist eine Logik, die erschließt sich niemandem. Nicht bei mir selbst. Ja, das ist eine schöne Farbe, ne? Aber ob es meine Farbe ist, man weiß es nicht. Nicht so ganz, ne? Dafür ist es halt vielleicht ein bisschen sehr warm. Naja. Dann habe ich noch einige Augenbrauen-Gele. Das heißt, ich habe in aktuellen Verwendungen von Benefit den 24 Hours Brow Setter. Das ist dieses Produkt. Kann ich ja mal zeigen. Das ist einfach ein Produkt, was dir die Augenbrauen festtackert. Ja. Ne? Hat hier so ein ja, Gummibürstchen, wo du hier oben etwas längere Borsten hast, unten etwas kürzere. Und damit kannst du das halt alles schön in Form bringen. Da ist schön Produkt drin. Das habe ich auch schon ein, zweimal leer gemacht. Und davon habe ich auch noch zwei Backups. Yay. Und dann habe ich auch noch von Anastasia Beverly Hills Clear Brow Gel. Das ist dieses Produkt, das war auch mal irgendwo in der Douglas-Bestellung für Gratis-Geschichten mit dabei. Sonst ist mir das wahrscheinlich auch zu teuer. Scheint wenig Produkt dran zu sein, ne? Das müssen wir auch nochmal austesten, intensiver. Aber erstmal eins nach dem anderen. Ansonsten macht das keinen Sinn. Und dann habe ich noch von Revolution das Brow Gel. Das war im Adventskalender mit drin. Das ist dieses hier. Das hat auch wieder so eine ganz kleine, charmante Bürste. Überschaubar, aber man braucht auch einfach nicht mehr. Man braucht auch nicht mehr als nur ein einziges Produkt. Aber ich habe es nun mal da und verwende es auch. Nach und nach. Ja, bei den Lidschattenprimern ist es tatsächlich so eine Sache. Ich habe sie da. Ich benutze sie wohl ab und zu, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen könnte, diesen qualitativ, oh mein Gott. Zum Beispiel habe ich den von Urban Decay, das ist diese Primer Potion Eyeshadow, genau, das ist dieses Original Vieh, ne? Aber es ist jetzt keiner dabei, wo ich sagen würde, oh mein Gott, den muss man unbedingt haben. Ich denke, der aus der Drogerie wird es genauso gut tun, aber keine Ahnung, ich bin halt nicht der Eyeshadow Primer Pro, ja. Genauso wie ich nicht der Augenbrauen-Pro bin. Herzlich willkommen in meiner Welt. Ja, da gibt es eher andere Fachgebiete, die mehr so meins sind. Genau. Das ist auf jeden Fall so ein Applikator. Das kommt leicht gefärbt raus, aber es macht dir jetzt nicht die Äderchen irgendwie weg oder so. Es ist halt einfach ein Primer, der macht, dass dir der Lidschatten besser hält, dass er dir nicht verrutscht. Also bei mir ist es, den habe ich jetzt aktuell auch in Verwendung. Eine gute Geschichte, ne? Den mache ich drauf und hält einfach den Lidschatten an Ort und Stelle. Aber ist jetzt nicht irgendwie, oh mein Gott, krasses Produkt, ne? Genauso ist es bei diesem Produkt, was halt auch sagt teuer ist, aber es ist halt einfach ein Lidschattenprimer. Von Too Faced die Shadow Endurance, das ist dieses Produkt, hatte ich auch mal in so einem Set mit dabei. Ja, aber es ist jetzt nicht so, oh mein Gott, krasses Produkt. Da finde ich den Applikator von Urban Decay besser. Ich mag das nicht, wenn man das hier so rausdrücken muss. Vor allem, weil da jetzt gerade einfach mal eine Blase rauskam. Die Produkte muss man halt ab und an noch ein bisschen schütteln. Ja, genau, ist ein leicht eingefärbtes Produkt, was dir aber halt auch nicht die Augenlider in dem Sinne einfärbt, ne? Ich habe dir gar nicht gezeigt, wie das aussieht, wie ich das hier habe. Ich habe das so mit diesen Einsätzen von Rossmann in meinen IKEA-Kästen gemacht. Die kannst du so zurecht knicken und dir dann die Größen so machen, wie du Bock hast, ne? Also deswegen, ja, ist okay, das Produkt. Also ich finde zum Beispiel den hier von Essence You Better Work Eye Primer mindestens genauso gut. Also der macht halt auch, dass die öligen Lider entsprechend ein bisschen gesettet werden, dass du da besser drauf arbeiten kannst, wie alle anderen Produkte auch. Aber es ist kein weltveränderndes Produkt. Also da, ich würde jetzt eher tatsächlich nicht einen Concealer für nehmen, sondern einen Eyeshadow Primer, weil es einfach von der Textur her was anderes ist und dir nicht so in die Fältchen rutscht, weil ich habe durch Schlupflider eben nun mal sehr, sehr intensive Fältchen da. Das heißt, da kann ordentlich was reinrutschen, ne?
Das will ich ja nicht. Das sieht auch ein bisschen doof aus. Deswegen verwende ich gerne Lidschattenprimer. Aber es ist halt jetzt nicht irgendwie weltverändernd. Also, ne? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Naja, auf jeden Fall auch das wieder so ein Rausdruckvieh. Sehr, sehr vergleichbar zu dem von Too Faced tatsächlich. Und jo, hält auch den Lidschatten an Ort und Stelle bei mir. Ein Produkt, wo ich immer so zwiegespalten mit bin, ist tatsächlich der Paint Pot von MAC. Das ist dieses Produkt hier. Das ist ein Produkt, was dir auch tatsächlich die Augenlider einfärbt. Also da ich natürlich einige Äderchen habe, weil du da halt sehr, sehr dünne Haut hast, macht es durchaus Sinn. Ich habe das in der Farbe Soft Ochre. Soft Ochre. Ja, es ist mit dem Pinsel aufzutragen oder mit dem Finger. Das ist ein sehr festes Produkt, ne? Ist eigentlich auch ein Lidschatten, der ja umfunktioniert wurde von Influencern als Lidschattenprimer, weil man gemerkt hat, darauf hält einfach der Lidschatten sehr gut. Ja, ist aber ziemlich teuer, finde ich, für das, was er leistet. Meine Meinung. Und er ist wirklich vorsichtig anzuwenden. Leute lieben ihn oder Leute hassen ihn. Dann habe ich dazu nämlich einen Dupe, sage ich mal, von Rival Loves Me. Die, nee, ist eigentlich kein Dupe. Nein, das ist Tenef, Claudi. Das ist Tenef. Ich hatte mal einen Dupe dazu, aber ich weiß nicht, wo ich das hingetan habe. Und ich weiß auch nicht mehr, von welcher Firma das war. Miss Lynn. Genau, von Miss Lynn hatte ich da einen, aber ich weiß nicht, wo der hin ist. Er ist nicht mehr vorhanden in meiner Sammlung, offensichtlich. Keine Ahnung, ist verloren. Von Rival Loves Me habe ich eine Glow Base and Highlighter. Das fand ich einfach in dem Sinne ganz geil, weil ich danach auch meinen Look mit Rival Loves Me mit der Lidschattenpalette geschminkt habe und die Glowy Lidschatten dadurch extrem gut zur Geltung gekommen sind, eben weil das auch ein sehr softes, aber doch festes Produkt ist. Das trägst du mit einem Pinsel auf, ne? Also es ist wirklich sehr, 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 sehr interessant, ne? Kannst du, wenn du es solo verwendest, auch als Highlighter verwenden oder eben tatsächlich als Lidschattenprimer. Und für Glowy Looks, die ich ja hauptsächlich trage, ist es optimal. Aber so als Highlighter ist es natürlich auch möglich. Würde ich aber nicht tragen, wenn mir die Glitzerpartikel zu stark wären und ich einfach keine Highlighter in fester Form so mag. Also in cremiger Form, flüssiger Form. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Okay, aber das ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich gerne empfehle, wenn du gerne Glitzer-Lidschatten trägst oder so, ne? Schimmer-Lidschatten, genau, weil das dadurch sehr gut zur Geltung kommt. Den hatte ich im Adventskalender drin von Revolution, der Eye Primer, das ist dieser hier. Auch wieder so ein ganz klassischer, der sehr vergleichbar ist mit dem von Urban Decay. Auch wieder hier mit so einem Applikatorfüßchen, was hier aber ein bisschen abgeschrägt ist. Sieht ein bisschen aus wie ein ganz, ganz feiner Concealer und ja, ganz leicht eingefärbt. Es ist halt einfach eine Base. Hier habe ich von Laura Mercier Vanilla Kiss ein Caviar Stick Eye Color. Das ist dieser hier. Den hatte ich, glaube ich, mal in einem Trash-Paket drin. Das ist ähnlich wie bei dem Paint Pot von MAC, meine Hoffnung, den anzuwenden. Das ist zum Rausdrehen, was ich geil finde. Und den trägst du dir einfach auf dein Lid auf. Kannst es dann mit den Fingern, mit dem Pinsel oder mit dem Schwämmchen festtapern und darüber dann deinen Lidschatten aufgeben. Ne? Ich habe auch tatsächlich die Erfahrung damit gemacht, dass mir dadurch der Lidschatten nicht in die Fältchen rutscht. Genau. Eye Foundation von Catrice, ja, das ist auch wieder so ein Produkt mit einem Füßchen, auch wieder sowas, was mir halt die Äderchen auf gar keinen Fall wegmacht, aber halt den Lidschatten an Ort und Stelle hält, damit er nicht creased. Und last but, nee, noch nicht ganz. Dann habe ich hier von Terra Naturi noch einen, wo habe ich den weg? Genau, den habe ich aus meinem Amazon Surprise Paket, Terra Naturi, Naturkosmetik, eine Eyeshadow Base, das ist dieses Produkt, habe ich noch gar nicht verwendet, das ist noch vollkommen neu, beziehungsweise unbenutzt und hat hier so ein Rausdruckvieh und irgendwie kommt das Produkt schon ganz von alleine raus. Ah, ich lagere das halt auch über Kopf, ne? Da habe ich jetzt auch viel am Finger. Das war jetzt nicht meine Absicht, aber es ist halt sehr flüssig. Hat eine leichte Einfärbung, ne? Aber ja, es ist halt sehr flüssig. Also das ist jetzt weniger pastig, wie jetzt das zum Beispiel von Urban Decay wäre. Nicht so unfassbar sticky. Riecht aber ganz, ganz angenehm. Nach Kuchen. Irgendwie, ich weiß nicht. Und dann habe ich hier tatsächlich, last but not least, Douglas Long Lasting Eyeshadow Primer, Liquid Eye Primer. Das ist dieses Produkt, das war auch im Adventskalender mit drin. Und das ist auch wieder so ein Rausdruckvieh, ne, wo es dann halt eingefärbt ist. Aber wie gesagt, wieder nichts Weltveränderndes. Also ich habe jetzt noch nicht die Lidschattenbase für mich gefunden, wo ich sage, oh mein Gott, musst du auf jeden Fall nachkaufen. Also meiner Meinung nach tut es auf jeden Fall die aus der Drogerie, zum Beispiel die hier, You Better Work von Essence, ne? Gutes Produkt, solides Produkt. Jo,
Das waren jetzt tatsächlich meine Eyeshadow-Bases. Nichts Spektakuläres, aber ich sage auch mal, bei Eyeshadow-Base braucht man auch nicht unbedingt, kein absolutes Must-Have als Produkt an sich. Aber wenn man eine hat, ist es nice to have und darauf lässt sich auf jeden Fall der Lidschatten etwas besser gestalten. Und ja, da kann man vielleicht auch etwas aufwendigere Looks mit schminken. Letztendlich, wenn man eine Cut-Crease macht oder sowas, würde ich persönlich sowieso immer zu Concealer greifen, weil Concealer einfach deutlich deckender sind und man einfach damit besser arbeiten kann. Meine Meinung, ne? Also jeder so, wie er meint. Das waren jetzt tatsächlich meine Augenbrauen- und Eyeprimer-Geschichten. Ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn ich euch meine ganzen Lidschattenpaletten zeige. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie ich das genau gestalten werde, aber ich werde dich komplett durch die Sammlung durchnehmen, die sich hinter mir ja immer befindet, beziehungsweise jetzt neuerdings immer. Sonst befand sie sich ja immer vor mir. Jetzt ist sie genau hinter mir, da kann ich nämlich immer drauf zugreifen. Das ist total super. Ja, ihr Lieben, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu der Sammlung. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich extrem drüber freuen. Fände ich mega geil. Ja. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!